Seit dem 1. August trägt die ehemalige Förderschule Hart einen neuen Namen. Nach langer Suche hat sich die Schulleitung für den des niederländischen Musikers Herman van Veen entschieden. Der Künstler ließ es sich nicht nehmen, persönlich beim Namensfest dabei zu sein. Für ihn ist das eine ganz besondere Ehre. Ich habe die Lehre kennengelernt. Die haben mich erklärt, was für eine Art von Schule das ist. Und dann dachte ich, das ist gut, weil diese Schulen brauchen Andacht. Die Menschen müssen wissen, was für fantastische Menschen hier arbeiten und wie wunderschön diese Kinder sind. Für Herman van Veen hat sich die Schule entschieden, weil sich der Musiker weltweit für benachteiligte Kinder engagiert. Passend zur niederländischen Herkunft des Künstlers gab sich die Schule ganz in Oranje.